Weil wenn ich mich nicht freue, bin ich gleich über 80, oder? Älter werden ist Erfahrung, die jeder macht in seinem Leben. Was ist alt? Was ist schon älter werden? Alt werden und alt sein haben so viele verschiedene Gesichter. Und dem gehen wir heute nachher. Wir möchten die Gesichter kennenlernen. Ich stehe hier vor dem Altersheim im Fischnetteli in Bern. Und wir gehen heute das Gespräch suchen mit den älteren Leuten und hoffen, hinter das Geheimnis vom Altwerden zu kommen. Ich würde alles immer gleich machen. Ein gutes Verhältnis. Ja, Grosskind war schon 2 Jahre Grosskind. Ich bin darum nicht so eine reise Frau. Ich habe gerne noch Coiffeuse lernen. Aber das hat es nicht gegeben, weil meine Mutter hat das Gefühl gehabt, das sei kein Beruf, das braucht man nicht. Ich wäre sehr, 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 sehr gern. Dann hat man noch Stewardess gesagt. Heute sagt man Flight Attendant. Und habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe Handelsschule gemacht, ich habe Englisch gelernt, ich habe Italienisch gelernt. Und da habe ich mich angemeldet und da ist nachher der Bericht gekommen, dass ich zu klein bin. Und ich konnte nicht gehen. Ja. Und das tut mir heute noch ein bisschen stören. Manchmal denke ich, das kann doch nicht sein. Oder? Wo sind die Jahre geblieben? Das muss man sich fragen. Und vielleicht Fotinnen auch so, das sehe ich manchmal schon und denke, ja, bist doch schon ein schöner Schlenker gewesen. Ich sage euch jetzt meinen Spruch noch, weil ich sehe, dass ich hier bin, dass ich immer muss denken. Ich sage euch jetzt, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es gleich. Also ich freue mich, wenn ich hier sein kann, weil wenn ich mich nicht freue, bin ich gleich hier. Genau wie mit dem Alter. Ich freue mich jetzt, wenn ich 80 bin, weil wenn ich mich nicht freue, bin ich gleich über 80. Oder? Und das ist einfach so meine Devise. Eigentlich konnte ich meinen Traum schon verwirklichen, weil das ist schon, ich hatte eine Familie und Kinder. Ich hatte 2 Töchter und jetzt habe ich 5 Grosskinder und 3 Urgrosskinder. Mein Mann hat gesagt, wenn die Kinder ganz klein sind, darf ich nicht arbeiten. Und ich hatte den Drang, ich wollte wieder arbeiten, Konfektion. Aber er wollte einfach das nicht. Und dann habe ich mir halt meine Hobby gesucht, den Samariterverein und das Turnen. Ich habe alles ein bisschen probiert. Ja. Ich war nicht so eine Brave gewesen, aber ja, nein. Das Englandjahr hat mir natürlich schon gut getan. Ja. Das war schön. Ja, das war schön. Ich war in Kingswood. Das ist eine Stunde von London entfernt. Da sind wir tanzen, da haben wir einander getroffen. Und das war einfach auch eine schöne Zeit, gewesen, gute Erinnerungen. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, einfach offen sein für alles Neues und reisen, für möglichst viel reisen, um auch ein bisschen daran selber verdienen, nur auf Vatersportmonnaie oder so. Einfach, dass man, ja, man muss vielleicht ein bisschen anders reisen oder sich ein bisschen mehr Mühe geben. Vor allem Kontakt suchen mit Einheimischen. Nicht einfach in einer Reisegruppe einfach dann hinten nachlaufen. So. Was ist alt sein? Was bedeutet alt werden? Wem führen wir uns alt? Ich glaube, ich kann sagen, alt sein ist etwas sehr Relatives. Und schlussendlich, was ich heute gelernt habe, ist, wir müssen glücklich sein und schätzen das, was wir haben. Sucht ihr doch auch das Gespräch mit euren Grosseltern oder wortwörtlich mit euren alten Bekannten. Und ihr werdet sehen, es wird euch die Augen öffnen.